Mit Bares für Rares feiert das ZDF seit 10 Jahren große Erfolge. Wie Händler Fabian Karl nun verrät, sollte das Format aber schon kurz nach Sendestart wieder gestrichen werden. Pulheim, seit 10 Jahren lässt Bares für Rares die Herzen aller Sammler und Flohmarktfans höher schlagen. Seit der ersten Folge im Sommer 2013 sind schon unzählige Schätze über den Tresen gewandert und haben ihre Besitzer zu reichen Leuten gemacht. Dass die Trödelshow sich eines Tages solcher Beliebtheit erfreuen würde, daran hatten Fabian Karl, 32, und seine Kollegin sowie das ZDF früher nicht mal im Traum gedacht. Bares für Rares, Star Fabian Karl verrät, Show sollte nach 10 Folgen beendet werden. In der NDR-Talkshow plauderte Fabian Karl am Freitagabend, 27. Oktober 2023, über seine Ausbildung zum Ranger in Afrika, verriet aber auch das eine oder andere Detail zu Bares für Rares. Er erinnerte sich an den Tag, an dem das ZDF ihn auf einem Flohmarkt für das Format angeheuert hatte und erklärte, dass man sich über die ersten paar Episoden hinaus nicht wirklich viel von der Sendung erhofft hatte. Nach wenigen Folgen sollte eigentlich schon wieder Schluss sein. Alle wichtigen News aus Promi- und TV-Welt jetzt über unseren WhatsApp-Kanal abonnieren. Wir haben damit angefangen und dachten, wir machen jetzt 10 Pilotfolgen und dann gucken wir mal, wie das läuft, blickte Fabian Karl zurück. Wir haben dann alles gegeben. Da sind Höchstpreise durch den Raum geflogen, weil alle gedacht hatten, wir müssen alles geben für die 10 Folgen, danach ist es eh wieder sonst so. Und dann ist das so ein Erfolg geworden. Inzwischen läuft die Trödelshow jeden Tag, hat mehrere Ableger und ist laut Fabian Karl zu einem kleinen Universum geworden, das sich so schnell bestimmt nicht mehr aus dem Fernsehen verabschieden wird. Eklat bei Bares für Rares, Verkäufer bricht Show trotz Sensation-Stil einfach ab. In den ehrfürchtigen Hallen des ZDF ist man heute bestimmt froh, dass Bares für Rares nicht nach den ersten 10 Ausgaben wieder gestrichen worden ist. Schließlich hat die Show schon für etliche unvergessliche Momente gesorgt. Erst kürzlich wurde ein Gast aus der Sendung geworfen und vor wenigen Tagen sorgte dann ein Verkäufer für Aufsehen, der trotz eines möglichen Rekorddeals einfach abbrach. Für Furore sorgt aktuell auch Experte Sven Deutschmanek, allerdings nicht wegen seiner Auftritte im ZDF. Denn der Bares für Rares Star machte sich über Sommerhaus der Stars Kandidatin Valentina lustig und kassierte von dem Reality-Sternchen als Reaktion eine fiese Schelte.